Bei Kindern und Jugendlichen mit einem Asthma schaut man ganz häufig ja auf die Symptome, die die Kinder untertags haben. Das merken sie vor allen Dingen bei körperlicher Belastung, zum Beispiel beim Sport. Was für Sie als Eltern aber auch sehr wichtig zu wissen ist, dass auch die Symptome in der Nacht eine ganz große Bedeutung für die Therapieeinstellung haben. Asthma ist eine ausgesprochen nachtaktive Erkrankung, was dazu führt, dass ganz, ganz viele Symptome, zum Beispiel die Verengung der Atemwege und Husten, in der Nacht auftreten. Und das hat Konsequenzen für den Schlaf der Kinder, weil durch diese häufigen nächtlichen Symptome die Schlafqualität stark beeinträchtigt wird, sodass über die Zeit hinweg der Schlaf nicht mehr so erholsam ist, wie er sein sollte. Das heißt, die Kinder können durch ein schlecht eingestelltes Asthma eine Schlafstörung und ein Schlafdefizit entwickeln. Und bei Kindern merkt man diese Schlafstörung gar nicht so einfach, wie sie sich das vielleicht als Laie vorstellen, dadurch, dass sie dann selber sagen, ha, ich bin so schläfrig oder ich bin so müde, sondern bei den Kindern ist es tatsächlich paradoxerweise so, dass die durch die Schlafstörung und die Beeinträchtigung der Schlafqualität eher körperlich agitierter werden, hibbeliger, aufgeregter. Das, was Sie so aus Ihrer Erfahrung vielleicht als Zappel-Philipp Bild kennen, sodass die Kinder oftmals in den Verdacht geraten, dass sie ein ADHS haben und also eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit einem hyperkinetischen Bild und oft sehr hibbelig sind und gar nicht zur Ruhe kommen. Deswegen sollten Sie unbedingt, wenn Sie ein Kind mit Asthma haben, was solche Symptome aufweist, mit Ihrem Arzt darüber sprechen, ob nicht möglicherweise ein nächtliches Asthma eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt.